finde es übrigens sehr witzig, wie sich dieser Wirbel da bewegt. Ja gut, herzlich willkommen zum neuen Donkey Kong Part. Und ja, wir starten jetzt mit Samba im Sturm-Level spielen. Bist du bereit? Ja. Wird vermutlich ein sehr stürmisches Level, aber man weiß ja nicht. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es sehr stürmisch wird. Ja, was sagte ich? So, bitte 5 Puzzleteile. Jo. Musik, cool. Also das sieht halt so geil aus. Komm. Thumbnail, keine Ahnung. Maybe. Außer es kommt doch irgendwas Spannenderes. Es sieht schon cool aus. Oh lol. Alter, wie nah man ist. Stimmt, das ist das Level mit diesen Wirbelstürmen, die einen irgendwie hochtragen oder so. Jo. Ist irgendwie mega komisch, dieses Level, glaube ich. Also, ich weiß nur, dass es. Ich kenne das Spiel ja jetzt nicht wirklich, aber ich weiß, dass es. Oh. Didi, nein, ich bleib bei Dixie. Danke. Man kann ja in diesem Teil nicht mehr boosten. Okay, aber man kann den da machen. Also in diesem Donkey Kong Teil. Komm. Ich meine, die macht es nichts aus, wenn ich auf seinen Kopf rumhüpfe. Gut, dafür kann ich den da machen. Muss, glaube ich, vom Rücken zweimal rein, dann ist er down. Oh, ja gut. Alter. Ist irgendwie echt komisch, muss ich sagen. Rambi. Jo. Ein Rambi-Level. Was immer mir das jetzt gebracht hat. Hier unten ist auf jeden Fall was zum Zerstören von Rambi. Und Rambi kriegt man jetzt. Okay. Dö. Ja, wer Rambi nicht kennt. So ein Mini-Sturm kann einfach Rambi hochheben. Okay. Ja, Rambi ist ein weiterer tierischer Begleiter von Donkey Kong. Nämlich eine Nashorn, wie ihr gesehen habt. Und ja. Ich sag mal so, ist ziemlich stark, ne? Kannst Gegner damit überrumpeln, überlaufen. Kannst auf gefährlichem Boden, also sowas wie ein Dorn oder so, kannst du rumlaufen. ETC. Kannst kein Damage bekommen, glaube ich, sogar, wenn du Rambi hast. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Können wir kurz testen. Komm. Selbst wenn ich so stehe. Kannst kein Damage bekommen. Also, ihr seht, Rambi ist cool. Hey, hey. So. Ja, wie gesagt, Dornen kann man einfach drauf rumlatschen. Okay, das ist ein Vorsichtszeichen umgekehrt. Was auch immer mir du damit jetzt sagen willst. Okay. Alter. Ey, ich weiß nicht, aber ich glaube, es mit dem Wirbelsturm wird sehr seltsam werden. Oh, lol. Ja gut, dass man Rambi dabei hat, ist jetzt nicht so special. Achso, ja, man kann nicht so hoch fliegen. Wenn man Dixie, Diddy oder mit Cranky, weiß ich gar nicht, ob Cranky überhaupt... Cranky macht doch eigentlich gar keinen Sinn, wenn man Rambi hat, weil... Ich meine, Dornen machen die ja nichts aus. So, von daher. Hm. Es gibt sogar zwei Wege, das zu holen, was ich gerade geholt habe. Einmal mit dem Wirbelsturm und einmal so, wie ich es geholt habe. Hey, da ist noch ein Dorn. Ne. Unity ist im Hintergrund. Okay. Dieser Wirbelsturm hat irgendwie eine seltsame Spielmechanik. Genau, wohl einfach in die Richtung, in die er sich bewegt. In die wird man geschleudert. Was ist ein Schild? Du Elite-Soldat. Habe ich keine Chance mit meinem Rambi gegen. Lol. Alle Hilfe. Ja, es ist stürmisch. Alles klar. Ah. Genau, man kann noch absteigen von Rambi. Oh, nein, nein, nein. Kein Selbstmord jetzt. Rambi. Rambi begeht Selbstmord. Rambi. Es war doch so schön mit dir. Wieso hast du mir das angetan? Wir hätten noch so ein schönes Leben miteinander haben können, aber nein. Musste sich natürlich töten. Wie er da steht. Ja, ich verstehe. Danke. So. Lol, was war das denn? Wow, alles klar.
Okay. Ja gut, da ist Rambi wieder, also Kers. Hey, Rambi 2, dein Verwandter Rambi ist vorhin gestorben. So. Ja, so viel dazu. Ich glaube, jetzt kriege ich Dixie nicht mehr. Oh, oh, oh. Dadurch wird es natürlich schwieriger. Wollte ich gerade sagen, wenn man Dixie nicht mehr hat. Alles klar. Ja, hier muss man sprinten, um gut durchzukommen. Okay. Oh, lol. Achso, das sollte vermutlich einfach nur ein Hindernis sein, dass wenn man nicht sprintet, dass man so gesehen ein Problem hat. Ja, gut. Alles klar, mal wie. Nee, nicht wieder so ein Rambi. Ey, wieso gibt's mit Rambi immer so eine Weglaufpassage? Alles klar. Ja, ich habe mich einfach mal geschossen. Ha. Lol. Es gibt in Rambi irgendwie immer so eine Weglaufpassage. Ja gut, aber die war jetzt nicht so lang. Da ist ein Leben. Oh. Zu OP. Was alles damit fliegt. Ja. Giraffen und was weiß ich was. Okay. Der Todessturm. Wem kommen jetzt noch Giraffen entgegen? Also das wäre dann etwas, ja, ne? Oh, lol. Nein, ich muss da rein, fuck. Kostet was wolle. Ich dachte, dass irgendwie keine Angst stehen bleibt oder sowas. Mist! Gut, es hat mich sehr viel gekostet. Daneben gab es halt noch Dixie, ne? So. Also wenn es wieder kommt, muss ich es mir auf jeden Fall holen. Alter, dieses Level. Oh, ja gut. Ohne Dixie. Und irgendwas mit ziehen. Okay. Das Level kenne ich tatsächlich gar nicht. Und hätte ich mich festhalten können. Okay. Okay, irgendeinen Verkommen, den ich noch nicht hatte. Hatte ich noch nie. Ich bin immer offen für Neues. Okay, jetzt nur noch ein Buchstabe. Ah, nee, ich bin weiter rechts. Wie jetzt, Dixie nicht mehr da. Dann gibt's aber ganz schön Ärger. Nein, da ist Dixie ja noch. Ah, alles klar, schon wieder so einer. Junge, wenn jetzt echt gleich eine Giraffe da entgegenkommt, dann. Ich sag's euch. Ja, gut, muss einfach nur noch Rambi haben. Und, finito? Maybe, not, keine Ahnung. Hinter mir ist Sturm, Donner. Ich hab's gesehen. Hä? Achso, lol. Ja, ich bin einfach mal abgesprungen. Ich wusste nicht, ob man es machen muss oder nicht. Aber ich dachte mir, hey, das springe ich lieber mal ab. Bevor ich dann lieber, bevor ich dann sterbe. Und, ja, abgeschlossen. Dann würde ich sagen, gibt es, glaube ich, noch ein Level mit Feuer? Weil, als nächstes, oder gehen wir doch einfach noch ein Funkys Laden? Können wir mal ganz kurz bei Funky vorbeischauen. Ja, ne, du hast standardgemäße Zeug dabei. Ja. Naja, eigentlich kann man hier. Kannst eigentlich von allen mal 10 kaufen, weil. Ich meine, was soll ich mit dem ganzen Geld, was ich habe? Ja, ich mache einfach mal kaufen. Obwohl, den anderen Sparen kaufen wir jetzt nicht. Ich habe so viel. Also, ich denke, ich spare ein bisschen Geld auf, weil es gibt. Da habt ihr ja diese Kugeln gesehen. Das sind so. Glückskugeln, was weiß ich was. Da ist auf jeden Fall. Sind Items drin. Und ja, Feuer, Wasser, Limbo, Level spielen. Okay. Das ist so ein Wüstenbrennen-Level oder so. Beste Beschreibung, ich weiß.
Okay. Da darf man vermutlich nicht rein, nein. Okay. Oh. Nee, du brennst ja irgendwann nicht mehr. Hab ich ja gelernt. Zack. Lieben Dankeschön. Okay, da gibt es scheinbar so Wasser und die gehen vermutlich nahezu kaputt. Genau so ist es. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Definitiv. Ich weiß, ich mache. Moment. Ich nehme einen so ein Ding und gehe zum Anfang zurück. Safe, komm. Hundertprozentig ist da was. Oh, okay. Ja, pf, toll. Trotzdem jetzt nicht. Weiß. Das ist eine Verarsche. Was ist trotzdem nicht wirklich wert? Okay. Dixie habe ich wieder. Perfekt. Oh Gott, ich glaube, da muss ich mich beeilen. Weil es ehrlich gesagt nicht so aussieht, als ob die lange da sein werden. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das jetzt ist. Aber ich werfe auf jeden Fall mal meine Wasserdinger hier hinter. Ja, RIP. Absolut nicht getroffen. Okay, hat alles gelöscht und dann einmal durchrollen. Kriegt man sogar ein Puzzleteil für. Okay, es gibt 7 Puzzleteile im Level. Danke. Ja. Schön, dass ihr mir das jetzt so früh sagt. Okay, wie kommt man jetzt da hoch? Ja, gut. Dixie ist die Antwort. Käme natürlich auch anders hoch, aber. Okay, das wäre dann jetzt verbrannt. Hart getroffen. Obwohl, die kann ich nicht mitnehmen, wenn ich mich hier hinhänge. Komm, wenn ich hier alles sammle, kriege ich was. Genau. Wie ich das Spiel kenne, alles klar. Die Dinger kann man ja zerstören. Ja, ne? Moment. Zack. Boah, die waren ja im ersten. Oh, ich glaube, hier darf man nicht zu lang drauf sein. Genau. Die waren ja, glaube ich, im ersten Level von Donkey Kong Country Returns. Genau, ich wollte alle einsammeln. Und ja. Jo. Servus. Den Boden kann man ja nicht löschen, gell? Kann man? Ja, kann man sogar. Oder? Okay, es geht. Ja, wow. Eine große Gefahr, definitiv. Wetten, ja, ich wollte gerade sagen, wetten, wir springen gleich über das Feuer. Kritisch! Dämliches Feuer. Okay, ich habe Angst. Oh, okay, nicht tot. Ach so, das ist so ein Herumschieß-Dinge. Oh, lol, kenne ich gar nicht. Lol. Ach so, muss man sich dann so ducken wieder. Hä? Ah, nein. Oh, interessant. Okay. Interessant, das kenne ich noch nicht. Zack, durchschlagen und dann einfach nur mal hier rüber. Ja, das war jetzt nicht so schwierig, aber interessante neue Subräume. Fortfahren. Okay, 6 habe ich gerade. Ah, nee, ich dachte gerade, habe ich gerade richtig gesehen. 6 von 7. Okay, ich spiele jetzt taktisch mit dem Herumspringen. Muss man aber auch definitiv. Und jo, hier gibt es wieder eine Challenge drin. Zack. Ein Herz. Unabhängig davon, ob ich es jetzt brauche oder nicht. What the fuck?
Es war ja gerade gar nichts da. Muss man jetzt, glaube ich, nicht verstehen. Erstmal. Hey, dich löschen. Ja, genau, ich würde gerne den Boden löschen. Weil ich auch nicht von dem getroffen werden möchte, ehrlich gesagt. Okay, ich schaff's, Leute. Ich bin ein Feuerwehrmann. Ich sag's euch, ich werde davon nicht getroffen. Sehe ich gar nicht ein. Weil wieder so kleine Fitzel übrig bleiben. Ich glaube, ich habe da hinten den Fleck getroffen. Genau. Jetzt auf die Distanz. Perfekt. Ich mache das jetzt alles weg. Den treffe ich jetzt noch nicht. Ha. Na gut, nicht alles, aber... Ich denke mal, in die kleine Stelle werde ich auf gar keinen Fall reinkommen. Wenn doch, dann... Wäre es blöd. Ja, RIP. Danke. Kann man diese... Lol. Seht mal, Leute, Wasser trinken ist gefährlich. Ihr habt es bei mir als erstes gesehen. Also erzählt auf jeden Fall anderen Leuten davon. Wasser trinken ist gefährlich. Auch wenn Wasser euch schützen kann, wenn von oben Feuer runterfällt. Wasser trinken ist gefährlich. Oder wenn ich irgendeine komische Wasserfrucht trifft, in ihren Pinguin seid. RIP, das geht jetzt gleich unter, gell? Okay, ich muss hier drauf sein. Ha! Kein Problem für mich. Ja, es war klar. Und ich bin der Wassergott. Oh, jetzt nicht mehr. War klar. Es war klar. Ich hab's kommen sehen. So. Oh lol, da gab's wieder was. Yep. Bitte Didi, danke. Muss vorsichtig sein, weil diese Viecher das die ganze Zeit auslösen. Ey, wie, man weiß es ja halt nicht. Theoretisch muss ich mich jetzt töten lassen, um wieder an sowas heranzukommen, oder? Weil dich kann man nicht werfen, gell? Kritisch. Okay, ich lass mich töten. Einfach nur, damit ich das Dixie-Ding werfen kann. Einfach nur dafür opfere ich mich. Okay, es gibt nicht mehr so viel zu holen. Ist es gut, ist es schlecht? Ich weiß es nicht. Aber es heißt, das Level dauert nicht mehr so lang. Nein. Dixie. Okay, du bist noch gefährlich. Naja, beseitigt. Zack, weg. Ernsthaft? Dafür habe ich mich gerade getötet. Ein Musik ist... Ich hätte... What the fuck? Okay, was hat uns das jetzt gebracht? Ich habe die Nutzen darin nicht so wirklich gesehen, aber gut. Ich hatte ein Wasserding, oh wow. Ja, alles klar, natürlich kommen ja gleich 300 Dinge auf einmal runter. Da hätte ich das Wasserding gebraucht. Ich meine, ich kriege ja hier mehrere, also. Oh, ich hatte gerade... Moment, mach so rein. Weil kann sein, dass Gras was war, was weiß ich. Kann sein, dass es nur ein normaler Raum gewesen wäre. Wenn ich... Ich möchte es nehmen, danke. Alter, nur mit den Zweien wäre es, glaube ich, auch... Wäre es halt ein bisschen schwieriger. Also wenn nur die zwei Dinger links und rechts wären. Gut, vielleicht wäre dann eine andere... Ja, ich glaube doch, dann wäre es mehr oder weniger vielleicht sogar unmöglich, ohne... Hui. Wer will sich, wenn man da durchrollen könnte, ehrlich gesagt. Lol. ohne Didi. Also es wäre unmöglich ohne Dixie, meine ich. So, das wollte ich sagen. Komm. Danke. Immer alles mitnehmen. Ihr wisst Bescheid. Und ist das Level jetzt schon vorbei? 6 von 7. 6 von 7 sagt mir noch nicht zu.
Was ist das für eine Scheiße? Da kommst du ja gar nicht außen rum. Komm, dahinter war hundertprozentig was. Da kommst du ja gar nicht rum. Also. Na, was soll's. Dann hole ich es noch ganz schnell. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Puzzleteil. Okay, das ist fies. Lol. Okay. Ah, weil das Ziel auch diese Dinger auslöst. Okay. Ja, jetzt hat. Ah. Na, ist fies mit dem Ziel. Aber so kennen wir den Entwickler von Donkey Kong. Immer fies. Aber es ist ja, es ist cool. Also fies ist jetzt nicht, in dem Fall jetzt nicht unbedingt so schlecht. Ist ja für euch sehr unterhaltsam. Okay, dann würde ich sagen, haben wir alles. Und ja, dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Part. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Vergesst nicht, heute um 16 Uhr kommt noch ein Video. Und ja, ciao, ciao.